das grosse Käsefondue ABC. Der Asterix bei den Schweizer feiern 1973 eine klebrige Fondue-Orgie. Wer das Brot dreimal verliert, wird im See versenkt. Darum am besten Brot vom Vortag nehmen, das lässt sich besser auf die Gabel stecken. Gaglons Keramik sind vor allem bei den Deutschschweizern beliebt. Westschweizer schwören dagegen auf Gusseisenpfannen. Die Duftnote in der Wohnung bekämpft man mit einer Orange, wo man Nelken reinsteckt. Eier sind König von einer Fondue-Runde. Kurz vor Schluss einfach 2-3 Eier drunter ziehen und auftunken. Ein Fertig-Fondue im Tiefgefrierer befriedigt spontane Gelüste und ist Notreserve für hungrige Gäste. Die Gabel mit dem Brot nimmt man nicht direkt ins Maul, das wegen der Bakterien. Gescheiter zuerst auf den Teller und dann mit einer normalen Gabel essen. Eine zu grosse Hitze ist ein häufiger Fehler. Mit einem Elektroröschow kann man die Hitze viel besser regulieren. Interessanterweise gibt es in der Schweiz einen Fondue-Graben. Die Welschen essen es nämlich dickflüssiger als die Deutschschweizer. Japanische Touristen probieren das Schweizer Nationalgericht gern aus, vertragen aber Milchprodukte nur schlecht. Darum nie aufs WC, wenn sie irgendwo Japaner sehen, Fondue essen. Knoblauch gibt Würze, aber Achtung, zu viel Knoblauch kann das Fondue säuerlich machen. Lustig ist das Fondue-Essen auf jeden Fall. Der Slogan von 1953 ist noch heute in Erinnerung. Fondue ist gut und gibt eine gute Laune. Kurz Figu-Gegel. Maizena braucht es zum Binden vom Käse und dem Wein. Finger weg von Maizena Express. Der vertreibt sich nämlich nicht gut mit Alkohol. Eine Messerspitze Natron-Hydrogencarbonat oder kurz Natriumsalz aus der Apotheke sorgt für eine luftig leichte Konsistenz. Jetzt einfach nicht mehr aufkochen, sonst schaumt es. Obacht von billigen Gabeln. Die sind häufig spitzig und verkratzen das Gaglon. Abschleifen wäre da die Lösung. Pilze im Fondue geben eine spezielle Note. Zum Dünkeln gehen auch Früchte oder verschiedene Gemüse. Quantität ist wichtig. Man rechnet mit 180 bis 230 Gramm Käse pro Person und kann noch mal so viel Brot. Rühren tut man, dass die Masse nicht anhockt. Ob im 8. im oder gegen den Uhrzeigersinn ist egal. Hauptsache gemütlich. 1-2 Scheiben Schmelzkäse und das Fondue kann nicht scheiden. Das wegen der Schmelzsalz, die sie in diesen Scheiben drin hat. Trockenfleisch mit Essiggürkli und Silberzwiebeln sind der ideale Vorspeise. Der Ursprung des Fondue ist unklar. Den Durchbruch geschafft hat es aber erst in den 50er Jahren wegen dem Armee-Kochbuch. Verdauerli wie Schnaps helfen eher der Seele als am Magen. Die Leber ist nämlich mit dem Alkoholabbau beschäftigt und verschiebt den Fettabbau auf später. Würzen kann man mit Pfeffer, Muskatnuss oder Paprika. Mutige probieren es einmal mit Chili-Pulver oder Curry. X-beliebigen Käse kann man fürs Fondue nicht nehmen. Eine gewisse Reife braucht es. Klassiker sind Gruyère oder der Friburger Waschre. Yoga-Übungen vorzeigen sind Nachbar abküssen oder jodeln. Das sind mögliche Strafen, wenn man das Brot verliert. Es muss ja nicht gerade eine Seeversenke sein. Zünftig viel Spass wünscht Ihnen jetzt Lifestyle beim nächsten Fondue-Plausch.